Einen wunderschönen guten Tag hier aus Frankfurt. 1,5 Jahre und 120 Folgen ist es her und jetzt sitze ich wieder mit ihm zusammen. Hallo Dirk Müller. Hallo, servus. Grüß dich, hier direkt an der Börse. Ja. Was hast du gerade gemacht? Ich habe gerade mir die Märkte angeschaut, da geht es heute wild zur Sache. Wir haben ein bisschen was über den GfK gesprochen, da wird auch immer viel reininterpretiert und es macht immer unglaublich Spaß, wenn man sich die Mühe macht, mal hinter die Zahlen zu schauen, dann sieht das ganz anders aus. Gerade jetzt beim GfK hatten wir wunderbar, es sieht so toll aus, die Leute haben so eine tolle Konsumneigung, als würden die alle jetzt einkaufen wollen. Wo kommt das her? Wenn man einfach mal reinschaut, wie der erhoben wird, wird es ganz interessant. Da wird einfach den Leuten die Frage gestellt, ist es jetzt ratsam, langfristige Investitionen zu tätigen? Da heißt nicht, werden Sie das tun, sondern ist das ratsam, das jetzt zu tun? Und da gucken die Leute auf den niedrigen Zinssatz, sagen, naja, wenn einer jetzt investieren will, ist das ratsam, das jetzt zu tun? Und daraus liest man dann, die Leute sind in Kauflaune. Nun, das ist nun mal immer die Zahlen, die gemeldet werden und es macht höllisch Spaß und ich kann es jedem nur empfehlen, immer einfach mal sich 5 Minuten Zeit nehmen und mal zu hinterschauen, wie werden die Zahlen eigentlich erhoben und das entzaubert so manchen Mythos. Über Mythen werden wir gleich noch reden. Deutschland hat gewählt. Nach Katharina der Großen, die mächtigste Frau Europas. Wie siehst du die Lage jetzt? Naja, die Lage ist sehr, sehr interessant. Eigentlich, die Märkte sind alle von der Großen Koalition ausgegangen. Mit der FDP hat ohnehin keiner mehr gerechnet. Und mit der Großen Koalition hat man gerechnet. Jetzt mal schauen, ob das überhaupt so kommt. Denn die SPD hat natürlich aus den Fehlern der letzten Großen Koalition gelernt. Damals haben sie ihre Haut sich zu billig verkauft, haben sich von der Liebe der CDU erdrücken lassen, ihr Profil komplett verloren und wurden entsprechend abgestraft. Den Fehler werden die so schnell nicht mehr machen. Das bedeutet, wenn die SPD jetzt hier mit der CDU ins Bett gehen würde, dann wird sie das sehr, sehr teuer erkaufen. Das wahrscheinlich heißt das hohe Steuererhöhungen in dem Bereich, da wird die CDU gerne mit zustimmen. Wir erinnern uns noch an die letzte große Koalition, als es im Vorfeld hieß, die einen wollen 2% Mehrwertsteuererhöhung, die anderen 1% und als sie zusammen waren, waren es dann 3% Mehrwertsteuererhöhung. Mal sehen, was sie uns heute einfallen lassen, wie sie heute wieder in die Taschen der Bürger greifen. Da wird sicherlich einiges passieren. Auf jeden Fall ist noch gar nicht raus, wie die Koalition aussehen wird. Gut, bis dein Video online ist, wird es wahrscheinlich eine Lösung geben, aber irgendwie wird es schon weitergehen. Interessant ist allemal die Frage, ob die parlamentarische Demokratie, so wie wir sie momentan führen, wie sie hier schon wie viele Jahrzehnte alt ist, ob die nicht mal eine Überarbeitung bedarf. Denn wenn man sieht, FDP knapp 5% raus, AfD mit knapp 5% raus, die sonstigen, die Piraten, alle, das sind etwa knapp 7 Millionen Wählerstimmen, die plötzlich im Parlament gar keine Vertretung finden, weil sie an irgendwelchen Hürden gescheitert sind. Im Parlament führt es dazu, dass absolute Mehrheiten möglich werden. Ja, absolute Mehrheiten sind möglich. Diese 5%-Hürde ist ganz klar ein Vorteil für die großen Parteien, weil die, die eben dann nicht reinkommen, die Stimmen zählen, wenn man so will, invers zu den großen Parteien. Deshalb finden die das ganz klasse. Das Verfassungsgericht hat das für die Europawahlen übrigens für nicht zulässig gefunden, diese 5%-Hürde. Klar, sie hat auch ihre Vorteile. Wir hatten in der Weimarer Republik eine extreme Zersplitterung, weil alle rein durften und dann kam eine Unregierbarkeit. Also es gibt schon Gründe, warum das so ist. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, das ein bisschen moderner zu gestalten, an die heutigen Zeiten angepasster zu gestalten, sodass der Wählerwille wirklich Berücksichtigung findet und wieder mehr der Bürger im Vordergrund steht und nicht die Machtinteressen einzelner Parteien. Was hältst du von der Führerin der freien Welt? Ist sie eine schwarze Witwe? Wieso schwarze Witwe? Naja, mit jedem Partner, mit dem sie irgendwie eine Regierungserklärung auf die Welt bringt, frisst sie danach. Ja, das ist wohl wahr. Also da haben ihre Partner wenig Freude dran gehabt. Auch Rösler durfte das jetzt schmerzvoll spüren, wie das ausgeht. Sie ist natürlich eine unglaubliche Machtfrau, gar keine Frage. Und regiert, indem sie einfach keine Fehler macht und in vielen Themen einfach auch abtaucht und sich gar nicht zu äußert. Bei der NSA-Geschichte, das war für mich eine ja, fast skandalöse Entwicklung, was wir da gesehen haben. Wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch, aber die Freiheit, die Rechte, die Grundrechte unserer Bürger auf amerikanischen Servern spielt überhaupt keine Rolle. Da duckt man sich weg, weil man möchte ja keinem Großen auf die Füße treten. Da spielt das Volksinteresse plötzlich und die Rechte der Bevölkerung plötzlich gar keine Rolle. Also das war schon erbärmlich. Und dass das dann fast zu einer absoluten Mehrheit reicht, ist schon beeindruckend. Oder zeigt auch, wie desinteressiert wir inzwischen geworden sind als Bürger, als Volkssouverän, wie egal uns mittlerweile alles ist, wer mit uns alles machen kann und wir nehmen das hin. Also was muss denn noch passieren, damit wir hier mal das Maul aufmachen? Genau, was muss denn passieren, dass der Deutsche auf die Straße geht? Was denkst du? Es gab ja immer diese Sprüche, bevor der Deutsche auf den Bahnsteig stürmt, kauft er sich vorher eine Bahnsteigkarte. Die Deutschen würden das grundsätzlich nicht machen.
Ja, ich glaube, so ist es nicht. Vielleicht ist es einfach so, dass bei uns die Hemmschwelle sehr, sehr hoch ist, bevor man auf die Straße geht. Aber wenn, dann kriegst du die Leute auch nicht mehr runter. Wir haben das in den 60ern gesehen, 68 gesehen. Wir haben das gesehen bei 88, 89, als es um die Wende in der DDR ging, wie die Menschen auf die Straße gegangen sind, wenn sie die Schnauze richtig voll haben. Und dann kriegst du sie auch nicht mehr runter. Dann kannst du machen, was du willst, du kriegst sie nicht mehr von der Straße. Also das heißt, ich würde nicht sagen, dass die Menschen es in Deutschland überhaupt nicht tun oder als es gegen die Rüstungsthematiken ging, als es um die Pershing-Geschichten ging, Atomkraft. Also die Bürger gehen schon auf die Straße, wenn es ihnen wichtig genug ist, aber offenkundig sind die Themen momentan nicht wichtig genug oder einfach der Leidensdruck nicht groß genug. Denn wenn die Bürger mal auf der Straße sind, dann muss sich auch was verändern, sonst gehen die nicht mehr. Das beschreibst du für Deutschland. Du hast hier ein Buch geschrieben, Showdown, ganz anders als deine anderen Bücher, Der Kampf um Europa und unser Geld. Die Verhältnisse in Griechenland beurteilst du ganz anders. Das sind Vergleiche mit der Weimarer Zeit. Was meinst du da? Ja, tatsächlich. In Griechenland haben wir eine Entwicklung, die sehr ähnlich ist mit dem, was wir in Deutschland in der Weimarer Zeit erlebt haben. Wir haben die gleichen falschen Rezepte wieder angelegt in Griechenland. Brüning hat in die größte Wirtschaftskrise Deutschlands hineingespart, wie kein anderer. Die Folge war ein völliger Zusammenbruch der Wirtschaft, Massenarbeitslosigkeit, Radikalisierung der Bevölkerung. Das gleiche erleben wir in Griechenland. Man spart in die Krise dramatisch hinein, und zwar beim Bürger, bei den Menschen, bei der Konjunktur, bei der Wirtschaft. Und dort bricht es zusammen, nicht bei den Banken. Denen wird die Hilfspakete gehen ja fast ausschließlich an die Banken, um deren Kredite abzulösen. Aber bei der Wirtschaft, bei den Menschen kommt nichts an. Und wir sehen einen Zusammenbruch der Wirtschaft, eine Massenarbeitslosigkeit, Radikalisierung der Bevölkerung. Die extreme Rechte, extreme Linke in Griechenland ist unglaublich auf dem Vormarsch. Und wir gucken von Deutschland aus immer nur auf die Linke und schauen, was die Linke in Griechenland macht. Die Rechte ist dort noch viel gefährlicher, hat sich dort in drei Parteien aufgeteilt, die jede andere Volksteile für sich vereinnahmt. Da gibt es die goldene Morgenröte, die wirklich in Griechenland mit Nazi-Gruß durch die Städte läuft, die Marktplätze verwüsten, Ausländer jagen und das teilweise unter Polizeischutz. Das sind Dinge, wie wir sie am Ende der Weimarer Republik gesehen haben, wo die Sturmtruppen unterwegs waren. Das passiert momentan in Griechenland. Und das sind keine Ausnahmen, sondern das ist momentan an der Tagesordnung. Und das übersehen wir komplett. Und selbst der griechische Ministerpräsident Samaras hat unlängst gesagt, dass er Griechenland in der gleichen Situation sieht wie Deutschland am Ende der Weimarer Republik. Wir gefährden die Demokratie in Griechenland, wer weiß, was danach kommt. Das weißt du nicht nur aus der Berichterstattung heraus, sondern du hast ein bisschen auf Scholatour gemacht und warst vor Ort. Was hast du da erlebt? Ja, es ist immer ganz ratsam, auch diese Dinge sich mal vor Ort anzuschauen. Ich bin mit einem eigenen Team nach Athen geflogen, habe dort sehr interessante Leute getroffen, die ehemalige Außenministerin, den Microsoft-Chef für die Region, viele Leute, auch Menschen von der Straße, illegale Einwanderer, Leute, die eine Suppenküche betreiben, ein Lehrer-Ehepaar, die an einer staatlichen und an einer privaten Schule jeweils unterrichten und einfach versucht, ein Bild von Griechenland zu bekommen, auch mit politischen Parteien. Wir waren auch in den Chaotenvierteln drin nachts und haben da Stimmungen aufgenommen. Einfach zu versuchen, ein Bild zu bekommen, was wirklich in Griechenland los ist. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Es gibt auch die Spannungen zwischen den Deutschen und den Griechen nicht. Das war sehr schön, dass ein griechischer Taxifahrer, der mich fragte, wo ich denn herkomme auf dem Weg vom Flughafen. Und ich habe ein bisschen gezögert. Ich sage, ich traue mich ja kaum zu sagen, aus Deutschland. Und da war der stinksauer, aber nicht, weil ich aus Deutschland kam, sondern weil ich unterstellt hätte, dass die Griechen mit den Deutschen ein Problem hätten. Er sagte, wir sind doch Freunde. Wir sind doch seit vielen Jahren, sind unsere Bevölkerung doch miteinander befreundet. Und da hat sich doch nichts geändert. Wir haben ein Problem mit eurer Regierung, wie wir mit unserer Regierung ein Problem haben. Und es ist wie immer, dass die Regierungen die Menschen gegeneinander aufwiegeln und dann die Boulevardmedien das unterstützen und dann mit Hetzkampagnen die Völker gegeneinander aufstacheln wollen. Aber wir haben doch kein Problem mit euch, und das ist genau das, was wir in der Geschichte immer erlebt haben. In den seltensten Fällen hatten die Deutschen und die Franzosen, die Bevölkerung, miteinander ein Problem gehabt in den Jahrhunderten, wo sie sich bekriegt haben. Die hatten nichts gegen die andere Seite. Es waren die Politiker, es waren die großen Köpfe, die die großen Machtinteressen, die dann die Menschen gegeneinander aufgestachelt haben. Und ähnlich erleben wir das momentan gerade wieder.
Ich habe was Verrücktes gelesen in diesem Buch. Du warst ja in Griechenland, du hast da Bodenschätze entdeckt. Erklär mir das mal. Also die habe nicht ich entdeckt, die haben schon viele vor mir entdeckt. Das sind Bodenschätze in Griechenland. Es geht um seltene Erden, es geht um viele Mineralien, es geht um ganz besondere Vorkommen aller Art in Griechenland. Und habe mich dort auch mit hochrangigen Geologen des Griechischen Geologischen Instituts getroffen, die mir da ausführlich die Lagerbestände erklärt haben und was da alles im Boden ist. Griechenland ist eines der rohstoffreichsten Länder in Europa. Das sind nennenswerte Mengen. Das sind absolut nennenswerte Mengen. Aber vor allem geht es um die Kohlenwasserstoffe, um Öl, aber hauptsächlich Gas im östlichen Mittelmeer. Griechenland, das sind keine neuen Erkenntnisse. Herodot hat schon über die Flamme auf dem Meer berichtet. Die Deutschen haben in Griechenland schon während des Zweiten Weltkriegs Öl gefördert. Das war alles in kleinen Rahmen. Aber wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass es rund um Griechenland große Vorkommen an Kohlenwasserstoffen gibt. Und in den letzten 5, 6 Jahren hat sich durch die Möglichkeiten, die die Geologie heute hat, haben sich diese Ahnungen, die man früher hatte, bestätigt, sodass man heute davon ausgeht, dass wir von riesigen Vorkommen sprechen. Man kann es etwas erweitern. Das gesamte östliche Mittelmeer auf riesigen Gasvorkommen sitzt. Gasvorkommen, die nach konservativen Schätzungen reichen, Gesamteuropa für viele Jahrzehnte mit Gas zu versorgen. Wir reden hier von unglaublich großen Vorkommen. Es gibt ein Riesenvorkommen zwischen Zypern, Israel und Nordafrika. Dort fördern die Israelis bereits Gas. Das sind keine Verschwörungstheorien, das kann man einfach mal nachschauen. Die fördern ja bereits und produzieren das. Natürlich wissen die Griechen das. Die verhalten Symposien dazu ab. Die Griechen wissen natürlich darüber Bescheid und versuchen natürlich das Beste daraus zu machen. Wobei das Beste heißt nicht für die Bevölkerung, sondern die Regierung versucht das Beste jeweils für die eigene Tasche daraus zu machen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also wieso nützt auch das den Griechen nicht, neben den Rettungspaketen? Seit 2008 ist ein großer Kampf um diese Rohstoffe auch entbrannt und es gibt große Interessen daran, Hand an diese Rohstoffe zu legen. Allein das Vorkommen südlich von Kreta ist ein riesiges Vorkommen und da gibt es mehrere Studien darüber, die dieses nahelegen. Es gibt Studien der Deutschen Bank, die große Schätzungen machen, aber sagen, das ist noch unsicher, wir wissen es nicht. Es gibt geologische Gutachten, die sich beziehen auf Meeresgrunduntersuchungen. Da geht es um Schlammvulkane, es geht um Sedimentschichten an Methanhydrat und anhand der Dichte oder Dicke dieser Schichten und der Anzahl und Lage der Schlammvulkane kann man Vergleiche schließen zu anderen Gasfeldern, welche Größe dort im Boden vorkommt. Also das natürlich wird man erst am Ende, wenn das Feld leer ist, wissen, wie viel drin war. Aber an allem, was man heute geologisch recherchieren kann, sind es riesige Vorkommen. Wir reden über viele, viele hundert Milliarden von Euro und ein Vielfaches der griechischen Staatsschuld. Warum nutzen die Griechen das nicht? Warum holen die es nicht aus dem Boden? Gute Frage. Bis 2009 war Karamanlis an der Macht in Griechenland. Und Karamanlis war relativ eng an Putin dran, an den Russen. Und war auch mit Putin im Gespräch, mit Gazprom die Pipeline durch Griechenland zu führen. Und auch über diese Gasvorkommen Griechenlands hat man mit Gazprom und Putin gesprochen. Amerika hatte da wenig Spaß dran, sondern man wollte da selbst in diese Richtung gehen. Und so gab es dann immer wieder Auseinandersetzungen und es gab auch Auseinandersetzungen rund in Griechenland, um Griechenland. Es gab damals diesen 15-Jährigen, der erschossen wurde. Es gab große Aufstände in Griechenland und vieles deutet darauf hin, dass diese Aufstände nicht ganz zufällig entstanden sind, sondern dass es da gezielte Anstachelungen dieser Dinge gab. Ich hatte selbst mit einer Studentin, die damals dabei war, gesprochen und die sagte, ja, die Gewalt ging von uns, auch von Universitäten aus, aber die an vorderster Front waren, die dann zur Gewalt aufgerufen haben, die das Ganze gestartet haben, die haben wir zuvor nie an der Universität gesehen, die kannten wir nicht. Die haben sich als Studenten ausgegeben, aber die waren keine Studenten von uns. Es gab dann, und jetzt wird es dann wirklich abenteuerlich, jetzt gehen wir wirklich in Dinge rein, die man gar nicht glauben mag. Der russische Geheimdienst war in 2008 in Griechenland aktiv. Es ging im Vorfeld von Gesprächen zwischen Karamanlis, Putin und dem bulgarischen Präsidenten, hat der griechische Geheimdienst FSB in Griechenland Abschirmmaßnahmen vorgenommen, um diese Gespräche abzuschirmen, um Sorge zu tragen, dass da keiner die torpediert, stört oder abhört, wie auch immer, von anderen Diensten. Im Rahmen dieser Untersuchungen haben sie erstens festgestellt, dass sehr wohl ein westlicher Geheimdienst mit zahlreichen Mitarbeitern vor Ort
Karamanlis überwacht und seine Wege aufzeichnet, seine Sicherheitsmaßnahmen überprüft, dass die mit Waffen ausgestattet sind, dass die mit Sprengstoff ausgestattet sind, es gab sogar zu einem Showdown, es kam zum Zusammentreffen der beiden Geheimdienste in den Vorort von Athen, so ist berichtet. Und dass gezielte Destabilisierung Griechenlands von einem westlichen Geheimdienst ausging, um Griechenland zu destabilisieren, um Karamanlis aus dem Amt zu räumen. Das klingt unvorstellbar und beruht auf einem Bericht des russischen Geheimdienstes FSB. Jetzt kann man sagen, okay, wie zuverlässig ist dieser Geheimdienstbericht des FSB? Die Russen haben dann diesen Geheimdienstbericht an den griechischen Geheimdienst übergeben und daraufhin wurden die Maßnahmen für Karamanlis massiv hochgezogen. Ich hätte all das auch für nicht glaubwürdig gehalten oder für sehr fragwürdig gehalten, hätte nicht die griechische Staatsanwaltschaft in 2012 Anklage erhoben in Bezugnahme auf diese Geheimdienstberichte der griechischen Geheimdienstes und des russischen Geheimdienstes, Anklage erhoben gegen Unbekannt, wegen Hochverrats, versuchtem Umsturz und Mordversuch am Präsidenten Karamanlis. Also spätestens da ist es ein Punkt, wo ich sage, hier erlaube ich mir darüber zu berichten, dass die griechische Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben hat, dass zumindest nach den Voruntersuchungen so viel Fleisch dran zu sein scheint, dass es für eine Anklageerhebung reicht. AP hat darüber berichtet, die Nachrichtenagentur AP hat darüber berichtet, der Guardian hat darüber berichtet und ich erlaube mir dann ebenfalls darüber zu berichten, dass es diese Vorkommnisse gab. Ob das wirklich so war, kann ich nicht sagen. Ich habe ja nicht die Untersuchung der Staatsanwaltschaft gemacht. Ich kann nur sagen, hier gibt es diese Informationen und die sind so belastbar, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Den Rest muss man sich dann selbst aussuchen. Das sagt sehr viel auch über die Stabilität Europas aus. Kommen wir nochmal zu der Währung, der Euro. Die supermächtige Führerin der freien Welt sagt, Europa bricht auseinander, wenn es den Euro nicht mehr gibt. Das halte ich für lächerlich. Der Euro, da müssen wir erstmal anfangen, ist ein ganz normales wirtschaftliches Konstrukt. Das ist keine Religion, keine Ideologie, es ist nur ein wirtschaftlicher Fakt. Und über den muss man erstmal frei reden können. Es muss doch möglich sein, über alle Dinge der Wirtschaft frei zu diskutieren. Ist es gut, ist es schlecht, hat es Vorteile, hat es Nachteile, muss man was ändern. Aber für den Euro scheint das nicht zu gelten. Der Euro wird jetzt zur Ideologie erhoben. Der darf nicht mehr diskutiert werden. Wer heute sich auch nur kritisch mit dem Euro auseinandersetzt, wird als irre abgetan, gefährlich, europafeindlich, ein gefährlicher Mensch. Und das gilt Professoren so wie Journalisten, wem auch immer. Das ist unglaublich, dass wir es schaffen, eine Ideologie über wirtschaftliche Diskussion und wirtschaftlichen Sachverstand zu stellen. Das haben die Russen zuletzt gemacht, eben in der UdSSR. Die Konsequenz kennen wir. Und über andere Dinge gibt es das ja auch nicht. Man kann doch über andere Dinge auch vollkommen frei diskutieren, über Steuererhöhungen und Sonstiges, Pro und Contra. Warum soll man das nicht auch über eine Währung tun können? Wenden wir den Euro nicht. Warum soll Europa dann nicht funktionieren? Wir haben in Europa 27 Staaten, von denen haben 10 keinen Euro. Ist das ein Problem? Deshalb wächst doch Polen genauso in Europa rein wie andere Staaten mit Euro. Ich kann frei über die Grenze fahren, ich kann frei Handel betreiben. Was hat das mit einer gemeinsamen Währung zu tun? Warum soll das mit unterschiedlichen Währungen nicht auch der Fall sein? Ich fahre heute von Berlin nach Warschau, zwischendurch zahle ich einmal in Euro und einmal tanke ich und zahle mit Zloty. Wo ist das Problem? Das merke ich gar nicht, wenn ich es mit Kreditkarte mache. Also das Zusammenwachsen Europas hat mit einer gemeinsamen Währung gerade überhaupt nichts zu tun. Also, dass Europa zerbricht, wenn der Euro zerbricht, halte ich für wagemutig. Im Gegenteil, man muss sagen, es ist nicht möglich, über vollkommen unterschiedliche Systeme eine Währung drüber zu stülpen, weil wir damit die Funktionsweise von Währungen, Unterschiede auszugleichen, eliminieren. Und das tun wir momentan. Wir haben extreme Unterschiede in Europa, nach wie vor. Die können wir aber nicht mehr ausgleichen, weil die Funktion der Währungen fehlt. Also bleibt nur die Möglichkeit, Europa komplett gleichzuschalten, alle ins gleichen Rhythmus zu bringen. Es ist utopisch, geradezu ein Irrsinn anzunehmen, wir könnten es schaffen, alle Regionen Europas gleich zu machen, in die gleiche Richtung zu bewegen. Und ich halte es auch für nicht wünschenswert. Europa hat einen großen Vorteil, dass wir so unterschiedlich sind, die Vor- und Nachteile gegeneinander austauschen können. Jeder kann von dem anderen profitieren. Ich will doch keine Monokultur, wo alle gleich sind. Im Chinesischen gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, jeder Finger einer Hand ist unterschiedlich lang und das ist gut so. Versucht nicht, jeden Finger gleich lang zu machen, weil jeder hat seine Aufgabe. Europa, die Regionen haben ganz unterschiedliche Stärken, ganz unterschiedliche Lebensweisen. In Frankreich, in Spanien hat man vielleicht viel mehr Lebensfreude, genießt auch mehr Zeit mit dem Nachbarn im Gespräch auf dem Marktplatz. Das kostet Produktivität, aber bringt dafür Lebensgefühl. In Italien habe ich vielleicht noch Großfamilien, die im Dorf zusammenleben.
da ist immer eine Großtante da, die nach den Kindern schaut. Ich muss nicht ständig nach einer Kita suchen. Da ist, wenn die Großtante krank ist, immer jemand da, der dir was zu essen bringt. Ich brauche nicht ständig einen Pflegedienst. Das kostet Produktivität, ja, aber bringt vielleicht Probleme erst gar nicht auf, die wir haben. Kurzum, es ist arrogant von uns anzunehmen, dass alle so werden müssen wie wir. Wir müssen akzeptieren, dass andere Regionen andere Lebensstile entwickelt haben über die Generationen. Und das ist gut. Und das sind vielleicht gute Lebensstile, vielleicht besser als unsere. Vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben unseren, jeder hat seinen. Lass doch die Menschen so leben, wie sie gerne leben wollen. Und die Unterschiede müssen wir aber ausgleichen. Und das können wir jetzt entweder über riesige Transferzahlungen machen oder über unterschiedliche Währungen. Eins von beiden müssen wir machen. Aber diese Transferzahlungen, dazu sind wir zu Recht nicht bereit, weil wir sagen, Mensch, ich buckel den ganzen Tag, habt auch Spaß dran, aber ich mach's doch nicht, um dem anderen, der seine Familie genießt, seine Freizeit zu bezahlen. Und der sagt, du, ich will dein Geld gar nicht, lass mich einfach machen, ich komme mit meinem Leben klar. Wie heißt es so schön, Spanien hat so lange toll funktioniert, solange man die Spanier Spanier hat sein lassen. Lass sie doch so, wie sie sind, ihr Tempo gehen. Das ist vielleicht ein bisschen langsamer, gar nicht mal viel, aber ein bisschen langsamer als unser Tempo. Aber die sind damit vielleicht glücklicher. Die wollen auch unsere Transferzahlung gar nicht haben. Die kommen damit klar, so wie sie ihr System aufbauen. Aber sie brauchen eben die Möglichkeit, über die Währungen dieses abfedern zu können. Und deshalb, wir brauchen dieses gemeinsame Europa. Europa muss zusammenwachsen. Da bin ich absolut begeistert von, dass wir es gelernt haben, nach 2000 Jahren sich den Schädel einzuschlagen. Jetzt miteinander, kooperativ die Dinge zu lösen, als Freunde, als Nachbarn, miteinander, ist eine tolle Geschichte. Aber wir müssen die Region akzeptieren, ein Europa der Menschen schaffen, ein Europa der unterschiedlichen Regionen. Weg von diesem zentralistischen Denken, alles muss um eine Zentrale rum basiert sein, die alles bestimmt, hin zu einem dezentralen System mit dezentralen Regionen, wo möglichst viel Entscheidungsmacht in den Regionen ist, man trotzdem eng zusammenarbeitet, vernetzt zusammenarbeitet und die wichtigen Dinge auch gemeinsam entscheidet. Das ist ein modernes Europa, das erste moderne Staatswesen, das ich mir wünschen würde. Das könnten wir in Europa schaffen. Wir müssen es nur zulassen und diesen Irrsinn aufgeben, zu versuchen, alles gleich zu machen. Und wenn ich unseren Politikern heute zuhöre, geht es denen nur darum, immer wieder darauf hinzudeuten, wir müssen nur alle gleich machen, wir müssen nur alles in die gleiche Richtung schieben, dann wird es schon. Das ist nicht mal wünschenswert. Apropos Tempo, jetzt die letzte Frage zum Euro. Du nennst es auch Mythos. Kanzlerin sagt, der Export zerbricht, wenn wir den Euro abschaffen. Auch das. Wir erzählen immer nur die Hälfte der Geschichte und streuen den Leuten Sand in die Augen. Es ist wahr, der Euro ist für uns, für die Griechen, viel zu teuer, viel zu hoch. 100% über der Leistungsfähigkeit Griechenlands liegt die Kaufkraft des Euro. Mit einer solch zu starken Währung kommt kein Land dieser Erde klar, egal wie gut es gemanagt ist. Für Deutschland im Umkehrschluss ist der Euro zu niedrig. Etwa 20% unter unserer Leistungskraft. Eine zu schwache Währung. Da freut sich der Export, heißt es, weil es ja so schön billig ist, in Deutschland einzukaufen. Nur, wir dürfen nicht vergessen, als wir die D-Mark hatten, eine Währung, die unserer Leistungsfähigkeit entsprach, wo die Währung 1:1 zur Leistungsfähigkeit stand, waren wir Exportweltmeister. Offenkundig kommen wir mit einer Währung klar, die unserer Leistungsfähigkeit entspricht. Woran liegt das? Wir exportieren kein Kies oder sonst welche Dinge, die man irgendwo produzieren kann. Wir exportieren Hochtechnologie, Maschinen, die etwas können, weil unsere Ingenieure so gut sind, dass sie da was reinbauen, was keine andere Maschine auf der Welt kann, weil sie länger hält, weil wir in einem dualen Ausbildungssystem Mitarbeiterschulen, Technikerschulen, die vor Ort diese Maschinen aufbauen und warten können und diesen Service anbieten können. Das ist unsere Leistung, unser Know-how und das, was die Maschinen können. Wenn wir einen Mercedes exportieren oder einen Audi exportieren, dann verkaufen wir den nicht, weil der so schön billig ist, sondern weil der was kann, was ein anderes Auto auf der Welt nicht kann und einen Namen trägt, den ein anderes Auto eben nicht hat. Darüber verkaufen wir und dann nicht, weil es 2-3% billiger ist. Darüber vergessen wir was ganz Wesentliches. Klar ist es ein Vorteil fürs Ausland, bei uns einzukaufen, weil es so billig ist, weil die Währung so niedrig ist. Aber was heißt das denn, wenn wir sagen, unsere Währung liegt 20% unserer Leistung? Das heißt, dass wir alle mit einer Währung bezahlt werden, die 20% unter der Leistung liegt, die wir erbracht haben. Wir werden mit einer zu schwachen Währung für unsere starke Leistung honoriert. Unser Gehalt hat zu wenig Kaufkraft. Wir müssen alles, was wir importieren, zu teuer einkaufen. Benzin, überhaupt Energie, Öl, Energie, Apple-Produkte, all die Dinge zahlen wir praktisch 20% zu viel dafür, wegen der zu schwachen Währung. Und das betrifft alle. Alle Menschen, die was Importiertes kaufen, müssen zu viel dafür ausgeben. Das heißt, die Bevölkerung, die Menschen, zahlen mit ihrer schwachen Kaufkraft die Subventionen für den Vorteil des Exports.
So, das erzählt uns schon mal keiner mehr, dass wir mit der fehlenden Kaufkraft das bezahlen, was die großen Konzerne damit verdienen. Aber auch die müssen sauber rechnen. Dann kommt nicht was ganz anderes bei raus. Denn das wäre nur dann ein Vorteil, wenn wir alles, was wir exportieren, hier in Deutschland herstellen würden. Ist aber nicht der Fall. Wenn wir einen deutschen Porsche Cayenne beispielsweise exportieren, gilt der als 100% deutscher Export. Aber nur 13-30%, je nachdem wie man es rechnet, wurde wirklich hier in Deutschland hergestellt. Den Rest haben wir vorimportiert. Sitze aus Brasilien, Kabelstränge irgendwo anders aus Asien und haben das mit einer zu schwachen Währung zu teuer eingekauft. Das heißt, würden wir mit einer starken Währung diese Produkte aus dem Ausland voreinkaufen, dann würde das Auto erstmal billiger werden. Im Export käme dann wieder die höhere Währung drauf, aber es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass dann durchs Auto 20% teurer werde. Wie gesagt, wir würden ja auch billiger voreinkaufen. Das wären vielleicht 3-4%, die das Auto teurer wird. Das ist Schätzung, vielleicht sind es auch 2, vielleicht auch gar nicht. Aber wir verkaufen, wie gesagt, einen Porsche nicht über den Preis, sondern über die Qualität. Und ob das dann 2-3% teurer oder billiger ist, spielt da nun wirklich keine Rolle. Und wir würden vielleicht 2-3 Autos oder ein paar Autos in Asien weniger verkaufen, mag ja sein. Aber dafür in Deutschland wieder mehr, weil wir hier eine wesentlich stärkere Kaufkraft der Bevölkerung hätten. Und das ist genau das, was wir in den Handelsbilanzen sehen. Einen starken Export und eine schwache Binnennachfrage. Und da spielt diese falsche Währung eine Rolle mit. Und das erzählt uns niemand in der Politik, dass die gesamte Bevölkerung mit einer zu schwachen Kaufkraft diesen vermeintlichen Vorteil für kleine Bereiche des Exports finanziert und überkompensiert. Und deshalb sage ich, es ist ein Blödsinn zu behaupten, dass hätten wir eine Währung, die unserer Leistungsfähigkeit entspräche, die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Das Gegenteil wäre der Fall. Danke, Dirk. Ich nenne zum Schluss immer 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Dollar. Mit dem Euro gemeinsam ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen. Euro. So wie wir ihn jetzt konzipiert haben, definitiv die falsche Währung für die meisten Länder Europas. Renminbi. Deutlich überschätzt. Dankeschön. Das alles und viel mehr steht in diesem Buch Showdown. Auch im Tombostier Shop erhältlich. 3 Ausgaben gehen an Zuschauer. Die sollen was dafür machen. Ja, also ich würde vorschlagen, Sie abonnieren deinen YouTube-Channel und schreiben, warum Sie das getan haben. Das ist ja sehr freundlich. Dankeschön. Ich danke dafür. Und bist du hier öfter, hier beim Bären und Bullen? Also ja, natürlich. Das direkt hier an der Börse. Klar, als ich hier angerufen habe wegen dem Interview, haben die gesagt, Dirk, darf alles hier. Na, um Gottes Willen. Nein, ich bin natürlich oft hier. Natürlich nicht mehr jeden Tag wie früher. Dafür ist einfach der Job, hat sich so sehr gewandelt mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Tätigkeit. Aber bin doch regelmäßig noch hier, mindestens 1-2 Mal die Woche. Und das will ich auch so beibehalten. Aus 100 Kommentaren soll ich dir einfach mitteilen, die Leute sind sehr dankbar, dass du in diese Talkshows gehst und ein bisschen Ordnung in das Gedankenfeld bringst. Mal sehen, wie oft ich noch eingeladen werde. Okay. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist Jürgen Todenhöfer. Es dauert 1 Stunde lang und da erzählt er von seinen Gesprächen mit Assad, der Teheran-Führung und der Führung der USA. Wird sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Dankeschön.